Es ist März 2022 und wir sind wieder auf dem El Toro. Hier sieht man das wunderschöne Kloster. Hier oben ist sogar das Restaurant geöffnet und das sogar schon im März. Man glaubt es gar nicht. Im Hintergrund niest eine Frau. Leicht erkältet. Hier sehen wir gerade Richtung von Els. Etwas weiter nach rechts kommt Son Park, die wunderschöne Bucht von Son Park. Gleich neben von Els, wenn wir weiter nach links gehen, sehen wir hinten den Leuchtturm Cavalleri. Dann weiter rum. So, wenn wir ganz, ganz weit da hinten über die Hügel schauen könnten, wären wir Richtung Norden. Und zwar Cittadella liegt hinter den Hügeln. Heute ist das etwas diesig, sonst könnten wir genau in dieser Richtung Mallorca sehen. Das Schönste auf dem El Toro ist die wunderschöne Jesusstatue. Hier ist der Eingang zur Terrasse, wo man einen schönen Kaffee trinken kann. Dies ist der Haupteingang, wo es zum Kloster reingeht. Hier haben wir einen kleinen Blick in den Innenhof des Klosters. Wenn wir jetzt weitergehen, kommen links die Toiletten und dann der Eingang zum Restaurant. Oder man geht ganz einfach am Haus vorbei und dann zum Restaurant. Für den Appetit ist gesorgt, das sieht man hier schon an der Karte, was es heute so alles gibt. Der wunderschöne Kakteengarten. Im Sommer stehen hier Massen an Autos und Busse und Menschen, die den wunderschönen Ausblick genießen wollen. Jetzt im März ist alles wunderschön ruhig. Und es ist noch nicht mal kalt. Wir haben so 15 Grad, die Sonne scheint. Es ist wirklich herrlich. Hier sehen wir Esquemadal, wo wir durchfahren müssen, wenn wir zum El Toro hoch wollen. Und wieder Cavalleri und von Els sehen wir wieder. Und mit diesen letzten Aufnahmen möchte ich euch nochmal in Stimmung bringen, hier wirklich mal herzufahren und sich das anzusehen. Nicht nur im Sommer nach Menorca zu kommen, sondern auch ruhig mal im Frühling, wenn alles grün ist und die Pflanzen so richtig sprießen. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Danke fürs Zusehen. Ciao.